So, hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und ich bin zurück mit dem Format eine Stunde lang. Und dieses Mal habe ich wieder ein JRPG für euch dabei und mir ist klar, dass nicht jeder auf meinem Kanal JRPG Fan ist und mir ist auch klar, dass es nicht jedem gefallen wird, aber dadurch, dass mein Kanal aus mehreren verschiedenen Formaten und verschiedenen Spielen besteht, kann ich natürlich das vollkommen verstehen, dass es dem einen oder anderen gefällt und der andere ist nicht daran interessiert. Aber nichtsdestotrotz kommen wir in diesen eine Stunde lang zu Dragon Quest 11. Und ja, Dragon Quest 11 ist für mich das erste Dragon Quest, das ich jemals spielen werde. Und ich habe vorher noch nie Dragon Quest gespielt, ich habe aber immer drüber gehört. Also ich habe immer gehört, dass es sehr gut sein soll und dass die Spiele einfach richtig gut gemacht sind. Vor allem viele reden immer über Dragon Quest 8 und das soll bis heute das beste Dragon Quest sein. Aber jetzt habe ich natürlich, dadurch, dass ich ein riesengroßer JRPG-Fan bin und viele Final Fantasies gespielt habe, natürlich auch Ni No Kuni 2, was ich euch auch gezeigt habe auf meinem Kanal, und jetzt natürlich hier Dragon Quest 11. Und ich habe Dragon Quest 11 mir geholt, weil ein Kumpel mir das empfohlen hat, dem ich natürlich sehr dankbar bin. Ich habe verschiedene Freunde, die mir immer wieder Spiele empfehlen. Und er, der wo mir das empfohlen hat, ist auch ein sehr großer JRPG-Fan und hat mir eben gesagt, dass es sehr, sehr gut sein soll. Und ich habe auch die Kritiken gesehen, also es kam mir sehr gut an, das Spiel. Und deswegen habe ich mir gedacht, komm, ich schaue mir mal Dragon Quest 11 an. Und bisher habe ich sehr, sehr, was ich so gesehen habe vom Spiel, hat mir sehr gut gefallen. Und wir werden jetzt hier eine Stunde uns anschauen, wie das Spiel ist. Natürlich ist klar, bei einer Stunde mit einem JRPG, das reicht nicht mal annähernd aus, um das Ausmaß eines JRPGs zu zeigen. Aber man sieht die erste Stunde und wie immer gilt ja das Format dafür, dass ihr euch Spiele anschauen könnt, die dann eine Stunde lang laufen und ihr könnt euch dann ein Bild vom Spiel machen, könnt dann sehen, ob es euch gefällt oder ob es euch nicht gefällt. Könnt euch ein Bild von der Story machen, von den Charakteren ein bisschen und dann könnt ihr eben schauen, ich werde natürlich noch mehrere Videos dazu machen und dann könnt ihr eben schauen, ist es was für euch, ist es nichts für euch, dafür gibt es dieses Format auf meinem Kanal, um euch Spiele zu zeigen, die euch eventuell gefallen könnten oder euch vor Fehlkäufen eben dann zu schützen. Dadurch, dass ihr euch dieses Spiel anschaut, eine Stunde lang und dann seht, ist es was für mich, ist es nichts für mich. Es ist natürlich nur die erste Stunde vom Spiel, das heißt, ihr könnt euch nicht großartig spoilern. Es ist einfach nur der Start vom Spiel und deswegen kann man sich da nicht wirklich spoilern. Es ist einfach nur der Anfang vom Spiel. Ja, in Dragon Quest 11 ist natürlich ein klassisches Rollenspiel, zumindest eines der klassischsten, die es aktuell auf dem Markt gibt. Ni No Kuni war ja schon ein bisschen moderner, immer noch sehr klassisch, aber sehr modern, wegen dem Kampfsystem auch. Und in Dragon Quest 11 ist es so, dass man hier eine sehr tolle Grafik hat auch, eine schöne Cell-Shading-Look,
Unreal Engine 4 natürlich auch. Und der Ersteller der Charaktere ist Akira Toriyama und das sieht wirklich grandios aus in den Sequenzen. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie Dragon Quest 11 ist in der ersten Stunde. Das werden wir uns jetzt gemeinsam anschauen und ich werde wie immer in den anderen Positionen der einen Stunde werde ich immer wieder zu euch reden. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit Dragon Quest 11, Streiter des Schicksals.
Thanks so much. You're a lifesaver. Trust me to lose my headscarf just before the big ceremony. So it's finally here, the big day. I can't believe we're going to be climbing all the way up there. Looks like Sandy's keen to lead the way. Come on, best not keep her waiting. Folk of cobblestone, great land spirits, hearth and home. That's how it goes, isn't it? My granddad's been teaching me the prayer ever since I was little. He reckons the spirit of the land really does live on Cobblestone Tor, you see. As long as I can remember, he's been preparing me for this day. The day it would finally be my turn to climb all the way up there and offer my thanks.
I just wonder whose idea it was in the first place, sending the village's young folk on such a dangerous errand. What if I take a tumble and do myself a mischief? Well, not to worry. Since you and me were born on the same day, I'm lucky enough to have a bodyguard along for the journey. Come on then. That craggy old thing won't climb its... Oh! Ah! Monsters! They're coming this way! Blighters, aren't they? Crikey! I wasn't expecting that. Oh, I know they were only little, but I'd have been done for if you and Sandy hadn't been here to help me. And now we've got to go through that horrible, dingy cave. Just our luck. I'll bet you anything that's where those awful things came from. Well, as long as you're with me, I've got nothing to worry about. Come on, let's get going. Thank you.
little blighters, aren't they? I'm so proud of you! Blighters, aren't they? Blighters, aren't they? Cor, look at all this fog. Is this normal, do you think? Go on! Friends!
I'm sorry, Gemma. I only came up here because I thought it'd be funny to jump out and surprise you. But then those monsters appeared. What in the world is going on? I never heard anything about monsters appearing on the tour before. But never mind that now. Whatever were you thinking? You could have been killed. You take Sandy and get back to the village. Yes, Gemma. Sorry, Gemma. You saved my bacon again. I knew you were tough, but crikey, you really have grown into quite the hero. Not far to the top now. Typical. It would have to go and start raining, wouldn't it? Come on, let's get a move on. So, dann sind wir schon ein bisschen weiter im Spiel. Ihr habt jetzt schon ein bisschen was gesehen, so die erste halbe Stunde vom Intro. Und jetzt sind wir hier im Hauptmenü, wo man natürlich seine Sachen einstellen kann, wie Ausrüstung und Klamotten, was es alles gibt im Spiel. Ich werde mich hier jetzt natürlich nicht komplett auf alle Features konzentrieren, euch alles erklären. Das werde ich dann in einem extra Video machen, wo ich dann alle Infos zum Spiel sage, wo ich euch dann das Kampfsystem ein bisschen besser erkläre, wo ich dann euch die anderen Dinge vom Spiel erkläre und so weiter und so fort. Dafür muss ich aber erstmal ein bisschen Zeit mit dem Spiel verbringen, um genügend Wissen über die einzelnen Features zu haben, um euch das dann auch gut erklären zu können. Aber ihr seht jetzt hier schon im Hintergrund, ich ändere jetzt mein Outfit. Das bekommt man, wenn man eben in dem Spiel das hat man als Vorbesteller oder als wenn man es digital kauft, kriegt man dieses Outfit aus den früheren Teilen der Dragon Quest rein, wo man dann das Outfit anziehen kann. Und das finde ich sehr cool, denn das Schwert und das Outfit sieht einfach toll aus. Ich finde generell die Grafik im Spiel ist wunderschön gemacht. Ihr habt natürlich auch im Spiel eure Heilkräuter und ihr habt verschiedene Ausrüstungen, die ihr im Laufe des Spiels dann natürlich ändern könnt, eure Klamotten und so weiter. Ihr habt es gesehen, man hat ein rundenbasiertes Kampfsystem. Ja, man kann sich frei bewegen in dem Bereich, wo man kämpft, aber man hat ein rundenbasiertes Kampfsystem. Das heißt, erst greift ihr an, dann die Gegner, dann wieder ihr, dann die Gegner. Es ist nicht so wie Ni No Kuni, aber auch solche Kampfsysteme mag ich und es ist halt sehr klassisch Dragon Quest. Und das finde ich sehr cool, denn man hat ja immer die Wahl, ne? Nimmt man jetzt Ni No Kuni mit einem offenen Kampfsystem oder nimmt man jetzt Dragon Quest mit einem klassischen Kampfsystem. Ich finde beide toll und jeder kann ja dann entscheiden, ob er das eine oder andere mag. Was ich sehr toll finde an dem Spiel ist auch die Grafik und die Dialoge sind sehr schön gemacht. Es ist wunderschön übersetzt worden mit den Untertiteln. Richtig tolle englische Synchro auch. Verdammt gut getroffen, alle Charaktere so hören sich wirklich super an. Der Artstyle von Akira Toriyama, ja, der Dragon Ball Erfinder, der Spiele wie Blue Dragon gemacht hat und so weiter, der ist wirklich auch Hammer, der hat so wunderschöne Charaktere gezeichnet. Ich liebe den Charakterstyle von dem Spiel, weil ich natürlich auch großer Dragon Ball Fan bin. Das mag ich wirklich sehr und generell so, das Spiel sieht toll aus, es läuft sehr gut, es ist technisch wirklich allererste Sahne und auch die Musik ist wunderschön, ja, in Dragon Quest war schon immer die Musik sehr, sehr schön und auch die Geschichte bisher, ja, von dem ganzen Style her, wie das anfängt, dass wir eben uns einem größeren Schicksal stellen müssen, als wir erst erahnen konnten und unser Charakter natürlich auch dann dem Ganzen sich stellen muss, werden wir jetzt natürlich weiterhin im Gameplay uns anschauen, wie sich das Spiel weiterhin entwickelt, wie sich die Story entwickelt. Ich werde dann wieder zu einem späteren Zeitpunkt noch zweimal zu euch sprechen und euch gewisse Dinge dann zum Spiel sagen und meine Eindrücke schildern. Und dann würde ich sagen, haben wir weiterhin viel Spaß mit Dragon Quest 11 und wir hören uns dann später wieder zu einem späteren Zeitpunkt, wenn ich zu euch spreche. Bis später.
Here we are at last. It's such a shame about the weather. I was really looking forward to that view. Well, we better say the prayer and get this ceremony over with, eh? What was that? Of lightning. It was almost like you made it happen. Look, the mark on your hand. Huh? Oh, it stopped. Well, we can worry about that later. All I know is that you saved me yet again. I don't know what I'd do without you. Now, we really had better be finishing up this ceremony. Humble folk of Cobblestone, great land spirits, hearth and home. Lift your voices up in prayer, sing it across all our drear. Blessed are we since days of yore, let it be so forevermore. Just goes on and on and on. Whoever dreamed up this ceremony must have had this in mind. They wanted to show us how huge our world really is. Well, that's it. It's all over and now we're grown-ups. Should we head down and tell Grandad and everyone? They'll all be waiting for us at the bottom. Thank you.
We're back safe and sound, Grandad. Indeed you are, my dear. Thank the spirits for that. When we saw lightning striking up there, we got a little worried, I have to tell you. Well, I never. Sounds like it's nothing short of a miracle that you made it back in one piece. Well, there's no doubt about it. The spirit of the land was watching over you. Now tell me, my dear, how was the view from the top? Oh, it was wonderful. I saw the sea stretch into the horizon and the sunlight playing on the water and... Oh, I've never seen anything like it in my life. You're true cobblestonians now. Only we have the pleasure of looking out over the world of Erdria in such breathtaking fashion, you know. You're still young, and the day may yet come when you decide to leave Cobblestone behind. I hope our little ceremony has opened your eyes to a little of what may await you out there. Now, it's high time we were heading back. I'm sure your mother is eager to hear how things went, young man. Don't keep poor Amber in suspense. Come on, you. Home time. So, da sind wir auch schon wieder zurück und ihr habt es gesehen, wir haben unseren ersten Boss besiegt, wir sind auf dem Weg zurück in unser Dorf und ihr habt es gesehen, die Leute sind natürlich happy, dass wir wieder da sind und wir haben verschiedene andere Personen natürlich im Spiel auch getroffen, die dann relevant für die Geschichte sind und wir haben auch zum ersten Mal speichern können, das kann man auch im Spiel immer wieder machen, an den Kirchen sozusagen in den verschiedenen Dörfern hat man dann sogenannte Kirchen, dort kann man speichern und verschiedene andere Dinge heilen oder dann eben Zustandsveränderungen und so weiter kann man dort
wieder auf den Normalzustand bringen. Und ich finde auch das Kampfsystem wirklich sehr schön. Es macht riesengroßen Spaß, hier zu kämpfen. Und später hat man dann auch natürlich mehrere Charaktere, die mit einem mitkämpfen. Ja, das ist wie in jedem JRPG. Man trifft dann in der Zeit oder zum späteren Zeitpunkt natürlich immer mehr Charaktere, mit denen dann man interagiert und die sich dann anschließen. Das heißt, man hat später einen Kampf mit 4 Personen, die man dann natürlich auch alle steuern kann. Und man kann dann auch vollkommen taktischer vorgehen in dem Ganzen. Man hat Nebenmissionen, die dann die Story natürlich weitererzählen und kleine Geschichten zu den einzelnen Charakteren, die es im Spiel gibt. Man hat Koop-Kräfte für verschiedene Charaktere. Man hat freie Bewegung natürlich auch im Kampf an sich. Und man hat dann auch eine klassische Kamera, die kann man auch im Kampf dann verwenden. Und man hat natürlich auch einen Charakterbaukasten, auf den werde ich dann auch im Detail eingehen, wenn ich dann dieses Alle-Info-Video zum Spiel mache. Und man hat dann auch später im Spielverlauf sein Lager, wo man auch wieder speichern kann und verschiedene andere Dinge machen kann im Spiel. Ja, ich werde jetzt weiter mir ein bisschen das Spiel anschauen und werde dann am Schluss nochmal zu euch sprechen. Ich finde das Spiel bis jetzt grandios. Es sieht gut aus, es hört sich toll an, es ist eine tolle Synchronisation, schöne Charaktere, eine tolle Geschichte bisher und ich kann es gar nicht erwarten, mehr in diese Geschichte einzutauchen und in das Spiel einzutauchen. Wir schauen uns an, wie es weitergeht und dann hören wir uns am Schluss nochmal. Bis dann. Little soldier. Well, not so little anymore. I've heard all about your big adventure. Look at you, all grown up. I hope he wasn't too much of a bother, Gemma dear. Of course not. Quite the opposite, in fact. You would have been proud of him. We got attacked by a monster at the top of the tower, and I ended up hanging onto the edge of the cliff by my fingertips. I thought I was done for. But you'll never guess what happened next. That mark on his hand suddenly lit up, and a bolt of lightning hit the monster. What did you say? That funny little mark? Lightning flying about the place? Goodness me. Here I was hoping he'd turn out nice and ordinary,
But it seems his grandfather was right all along. Well, I've been putting this off for long enough now. You and me need to have a little talk. Here. This belongs to you. Your grandfather asked me to give you it once you'd come of age and climbed. The truth is, there's something I've been keeping a secret all these years. Something I've never told another soul in the village. It's... how can I put this now? Well, he said you're the reincarnation of the Luminary. What? Oh, don't ask me what the old fool meant, dear. I haven't got the foggiest. All I know is that your grandfather said you had a special destiny and that there was something you had to do. He said that when you came of age, you were to head north to the capital, up there in Heliodor, and show that necklace thingy to the king. He seemed to think that if you did that, all would become clear. Clear as mud, I shouldn't wonder. Anyway, the long and short of it is that if you want to find out what this is all about, you'll have to leave Cobblestone and head over to Heliodor. Crikey. Well, I can't stop you leaving, I'm sure, but you won't be marching on an empty stomach. Come on, dinner.
So, dann sind wir auch schon wieder am Ende von meinem eine Stunde lang. Ja, ich werde natürlich den Rest vom Gameplay auslaufen lassen im Video, aber ich komme jetzt damit auch zu einem kleinen Fazit zum Spiel. Bis jetzt finde ich das Spiel wirklich grandios. Ich finde, es sieht nicht nur gut aus, es fühlt sich toll an, es spielt sich toll, es hat eine tolle Geschichte bisher, schöne Charaktere, einen unfassbar schönen Grafikstil, wunderschöne Texturen, tolles Kampfsystem. Also es ist wirklich ein tolles Gesamtpaket und widerspiegelt wirklich das, was die ganzen Kritiker zum Spiel sagen. Ja, die sagen, es ist das beste Dragon Quest bisher, es ist einer der schönsten JRPGs bisher und hat nur Bestwertungen abgeräumt. Genau das kann ich hier wiederfinden in dem Spiel und ich weiß jetzt schon, dass ich sehr, sehr, sehr viel Zeit in dem Spiel verbringen werde. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem eine Stunde lang einen guten Einblick ins Spiel geben. Natürlich ist es bei einem JRPG eine Stunde von einem Spiel, das 80 Stunden geht, reicht niemals aus, um alles zeigen zu können. Aber ich werde natürlich mehrere Videos zum Spiel machen, werde euch mehr zum Spiel zeigen, zum Kampfsystem, zu verschiedenen anderen Features, werde euch einzelne Sachen vorstellen. Dann danke ich euch wie immer fürs Zuschauen bis hierhin. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da und schreibt mir mal, werdet ihr euch das Spiel holen? Hat es euch interessiert oder ist es eher nichts für euch? Und gefällt euch das Kampfsystem? Mag ihr mehr sowas wie Ni no Kuni 2 und so weiter? Könnt ihr mir gerne unten in die Kommentare schreiben. Die Monster Army wird bestimmt dann teilnehmen. Und dann danke ich euch fürs Zuschauen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis bald, euer Monster.